Pater Martin, nein! Nein, nein! Komm, ich will ihn retten! Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast mit mir, Thomas und Playgeddon. In der letzten Folge haben wir den Schlüssel gefunden. Den Schlüssel zu Vater Martin in der dritten Etage. Und ich hatte langsam die Theorie, dass sich das Spiel zum Ende hin neigt. Also, dass langsam das Ende vor uns steht. Ich will eigentlich... Ach, okay, dann müssen wir gar nicht im Kino lang, sondern hier lang. Wo wir auch in der letzten Folge herkamen, wo dieser böse Typ uns die Tür vor der Nase zugeschlagen hat. Das fand ich nicht besonders nett und ich habe mich ziemlich erschreckt. Das war echt heavy, muss man zugeben. Irgendwie kann man es erwarten und... Doch nicht. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht hier irgendwo angesprungen und ich sollte meine Kopfhörer richten. So, besser. Ich habe eigentlich beinahe nichts gerichtet, aber trotzdem. Jumpscare, 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 Jumpscare. Nein. Kein Jumpscare, aber was viel Schlimmeres. Ist die Schweinebacke wieder da? Die letzte Folge hat uns auch ganz schön angepisst. Der ist nicht mehr gruselig. Der nervt nur noch. Ich glaube, wir können dann Jahre warten. Der wird nicht kommen. Wir wechseln schon mal die Batterie. Wobei da noch ein wenig Saft drauf war. Wer hat denn die Tür aufgemacht? Da ist wieder ein neuer. Was? Manuel Neuer ist da? Vielleicht sind wir auch gar nicht in der Irrenanstalt. Vielleicht sind wir auch Manuel Neuer. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, das war wieder so ein Typ mit einer Machete. Hier können wir nicht lang, ne? Ne, schade aber auch. Mann. Mist, Mist, Mist. Und der Riss an meiner Scheibe ist auch echt schlimm. Lol, 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 lol. Okay. Ich hoffe, wir konnten ihn erfolgreich einsperren. Wir machen mal den hier und gucken uns ein bisschen den Raum um, um wieder ein bisschen Ruhe zu bewahren. Okay. Alle PCs sind hier an. Stromsparend sind hier auf gar keinen Fall. Ach, das waren wir. Okay. Okay. Du bist da und wir sind hier. Die Tür war vorhin offen, ne? Jetzt fühle ich mich noch ein Stückchen sicherer. Wir folgen Vater Martin, der im dritten Stock ist. Und wir hatten, glaube ich, nur einen Schlüssel für den zweiten Stock, was? Oh Mann, das Spiel wird immer schlimmer. Das Spiel wird wirklich immer schlimmer. Was ist das denn jetzt hier? Ist das dein Ernst? Warst du abgeschlossen?
Ach, komm schon. Du hättest nur 2 Sekunden warten müssen, bis ich da gewesen wäre. Ich glaube, irgendwie Vater Martin will uns nicht bei ihnen haben. Guck mal, Fahrstuhl. Die Musik wird langsam erdrückend. Küche? Da oben kann man theoretisch gesehen lang. Okay, wir müssen durch die Küche. Ich teste immer alle Wege aus, weil man eventuell noch ein paar Batterien finden könnte oder anderes. Naja, eigentlich... Oder... Irgendwelche Akten zum Vorlesen. Ich mag das Vorlesen hier. Da steht jemand, ich sehe ihn. Pepsi-Automat. Ich glaube, das ist Schleichwerbung. Sieht zumindest wie Pepsi aus. Wieso muss ich bei der Musik lachen? Ich komme mir irgendwie vor, wie so einem schlechten Horrorfilm, wo wir irgendwie jetzt in so einer Vampirvilla sind, wo jetzt so der Vampirgraf irgendwie ein Klavierstück vorspielt oder sowas. Okay. Voldemort, wenn du da stehen bleibst... Der hat wirklich keine Nase. Voldemort, wenn du da stehen bleibst, dann kriegst du von mir einen Keks, wenn ich irgendwann wiederkommen sollte, was nicht der Fall ist. Oder ich komme mir gerade vor, wie in dem Film Katakomben, wo die unten in die Katakomben reingegangen sind, dann diese komischen Gesänge waren, die schon etwas creepy sind. Oh, Licht in Outlast, ich liebe es. Jetzt können wir wieder ein bisschen chillen und... Oh. Wir leben in einem Land, wo man Religionsfreiheit hat, auch wenn es der Fernseher ist. Mülltonnen. PCs. PC. Religionsfreier Mensch. Okay. Mir gefällt es, dass hier so viel Licht drin ist. Das mag der Thomas in Horror... Jetzt gibt es auch noch einen Bett des Anbeters, wobei ich ihn noch verstehen kann. Ich würde auch in der Woche immer wieder gerne mein Bett anbeten, wenn ich aufstehen muss. Und dann würde ich zum Bett beten, bitte lass mich schlafen und lass mich nicht zur Schule gehen. Oh, hier ist eine Tür. Du betest weiter dein Bett an. Und ich mach mal die Tür zu. Ich will dich nicht stören, ich wollte dich nicht stören. Ist hier noch irgendein... Oh, Toiletten, ich mag... Ah, Mist, hier kann man nicht zuschließen. Da mag ich das nicht so gerne. Jumpscare! 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 Na, na, nee. Okay, 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 okay. Was mich wundert, dass in diesem Spiel auf den Toiletten noch nie was passiert ist. Normalerweise in jedem Horrorspiel, beinahe in jedem Horrorspiel passiert was auf den Toiletten. Bis auf diesem. Aber Vorteil für uns. Links und rechts kann man auch reingehen. Wieso beten auf einmal alle? Alle sind hier am Beten, die ich sehe. Der eine der Fernseher, hier wieder ein Bettanbeter. War hier eine Tür? Ja. Hier sogar 2. Und der eine hat noch irgendwas. Gute Klamotten. Der hat gute Klamotten. Die haben gute Klamotten, aber... Kann es sein, dass wir schon bei Vater Martin sind und er gerade irgendwie was macht? Da noch einer am Beten. Jetzt ein Tischanbeter. Und wieder gute Klamotten. Das heißt, dass sie sich vielleicht auf eine Gottesmesse oder sowas vorbereiten. Also macht Vater Martin eventuell was. Hier noch einer. Und hier ist eine Tasche. Verschwinden die jetzt alle oder was machen die? Da ein Jesuskreuz und Kreuz und... Warte mal, kann man hier raus? Da kann man tatsächlich raus. Vater Martin ist in der Nähe. Die Musik kennen wir doch. Vater Martin, bitte rette uns. Und eine Akte. Boah, ich fühl mich wie im Lotto gewinnen. Erstens ist es hell. Zweitens keine gruselige Mucke.
Und drittens, Vater Martin. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Wallrider. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch, okay? Oh, Vater Martin, ich hab dich vermisst. Ich hab dich vermisst, Vater Martin. Okay, wir müssen tatsächlich aus dem Fenster raus. Ne, hier war es nicht. Dann war es im Nebenraum. Aber ist jemand aus dem Fenster gesprungen? Ups. Da runterspringen können wir wahrscheinlich. Okay. Wir müssen dann wohl da in den Raum rein, den wir gerade gesehen haben. Alter, regnet es fest. Aber es scheint so, als wenn es hier heller wird, ne? Das freut mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Helligkeit in Horrorspielen ist immer das Beste, was man haben kann. Gut, Vater Martin ist wahrscheinlich in der Nähe. Und wie hell es hier drin ist, aber... Okay. Ach, hier kamen wir. Herr, der eine. Er hat die Tür zugemacht. Er wollte uns nicht haben. Gott hates money. Gott hasst Geld, okay. Sickness, was heißt Sickness? Falls einer von euch den Google Translator gerade benutzt, kann mir das wer in die Kommentare schreiben. God always provides a way. Gott immer, keine Ahnung. Oh! Oh nee, die kennen wir doch. Vater, sind Sie hier? Vater. Vater. My job. You alone shall escape. Vater Martin, was machen Sie denn da? The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Vater Martin, nein! Nein, nein! Komm, ich will ihn retten! Ich will... Oh, wir müssen das filmen. Vater Martin! Nein! Oh nein! Ich will ihn zurückhaben! Oh nein! Oh, der Arme! Ich hab ihn gemocht! Ich mochte die Musik auch immer, wenn er aufgetaucht ist! Okay, das heißt, wir können da schon mal nicht lang. Wir müssen hier aber lang, oder nicht? Oh, ich vermisse Vater Martin jetzt schon. Danke! Die letzten Erinnerungen an Vater Martin. Ich vermisse ihn jetzt schon. Wenn ich ehrlich bin, also... Ich mochte die Musik auch immer, wenn er auftaucht. Ich habe hier mal die Tür zugemacht, damit die uns nicht irgendwie folgen. Wo müssen wir jetzt lang? Hier eventuell? Nein. Wir haben einen Schlüssel vorhin aufgehoben. Hier können wir nicht lang. Okay. Aber wo sollen wir sonst lang? Verstehe ich nicht. Oh, der arme Vater. Ich vermisse ihn jetzt schon. Ach so, okay.
Hat sie erledigt. Ich weiß, wohin ich muss. Hopp. Und wenn die Musik immer so friedlich bleibt wie jetzt, ist das Spiel angenehm. Oh, der arme Vater. Ich vermisse ihn jetzt schon. Aber wie konnte das tun? Okay, das waren wir. Fuck. Ich wollte den Part eigentlich jetzt beenden. Ja gut, dann müssen wir noch länger spielen. Wir haben ihn ausgetrickst. Dummdödel. Gut, dummdödel. Okay, hier war keine Tür mehr. Ah, fuck. Ich konnte die Tür nicht zumachen. Box mich nicht. Weg. Toiletten in Outlast. Ob das Versteck nützt, ist jetzt die Frage. Ich glaube nicht, aber man kann es ja mal probieren. Ist er weg? Ist er weg? Ich glaube nicht, dass er weg ist, was? Egal, was will er tun? Ich meine... Ah, oh, der arme Vater. Scheiße. Wieder erschreckt. Mann. Jetzt müssen wir hier wieder loswerden. Aber ich weiß, wo wir lang müssen. Ungefähr. Ah, er boxt uns. Ja, ich wusste es. Ich will auch nicht sterben. Ich wollte eigentlich im Part beenden, aber dann kam er ja angelaufen. Das war voll gemein. Boah, keine Ahnung, wo ich lang muss. Na, Mist. Das hat gezwiebelt. Na. Wir sind tot. Er kommt nicht direkt wieder angelaufen, oder? Denn sonst würde ich den Part beenden. Ich hoffe nicht, dass er wieder angelaufen kommt. Okay. Wenn wir uns nicht bewegen, dann kommt er wahrscheinlich nicht. Okay. Damit würde ich den heutigen Part von Outlast beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Er kommt nicht angelaufen. Okay. Ciao.